Seit 30 Jahren findet hier in Düsseldorf die Wire und die Tube zusammen statt und dieses Mal sind wieder Rekordzahlen. Das ist ja unglaublich. Ich freue mich sehr für Sie und für Ihr Team, Herr Kehrer. Ja, wir von der Messe Düsseldorf als Veranstalter der Wire und der Tube freuen uns natürlich auch sehr über diesen wirklich schönen Erfolg. Wir haben sowohl wiederum die größte Wire in Düsseldorf mit 1400 Ausstellern und auch die allergrößte Tube, die hier jemals stattgefunden hat. Und wir sind sehr stolz auf dieses hervorragende Ergebnis. Es haben sich ein paar Veränderungen ergeben in den letzten Jahren, auch von der Aufteilung der Hallen. Sind Sie auch selber zufrieden mit dieser Neuaufstellung? Wir sind mit der Clusterung, wie wir unsere Aussteller gruppieren, sehr zufrieden. Vor allen Dingen auch die Aussteller sind damit einverstanden, weil einfach die Besucher die jeweiligen Industrien, die jeweiligen Produkte oder Maschinen und Anlagen so leichter finden können. Sie haben ja unglaublich viele Gespräche natürlich über den Laufe der letzten Tage gehabt mit den Ausstellern und mit den Besuchern. Was bekommen Sie für Feedback? Wir bekommen generell ein sehr gutes Feedback. Zum einen sind natürlich diese Industrien im Moment in einer guten Verfassung. Zum anderen signalisieren uns die Aussteller, dass wir es wieder geschafft haben, hochqualifizierte Fachbesucher aus der ganzen Welt nach Düsseldorf zu schaffen. Ja, und wie machen Sie das eigentlich, dass Sie ja die Weltleitmesse sind? Das ist natürlich ein Mix und besteht hauptsächlich aus einer guten Zusammenarbeit zwischen der Messegesellschaft, dem Veranstalter, sprich uns, den Ausstellern, den Verbänden, aber auch den Besuchergruppen. Wir haben ein weltweites Netz an Repräsentanzen, die für uns dort in diesen Ländern auf der ganzen Welt Besucherwerbung machen und mit uns gemeinsam die Besucher hierher bringen. Und vorausschauend auf das nächste Mal Wire and Tube, worauf freuen Sie sich am meisten und was können die Besucher und die Aussteller erwarten? Naja, eine Messe ist immer ein Spiegel ihrer Zeit und der aktuellen Situation in der Wirtschaft. Im Moment sieht es sehr gut aus und wir hoffen, dass diese Situation noch relativ lange anhält. Und so glauben wir auch in 2020 wiederum sehr große Wire und Tube-Messen hier in Düsseldorf veranstalten zu können. Ich wünsche Ihnen das auf jeden Fall und vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Wir freuen uns. Vielen Danke. Dank.